Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Themenforum Gesundheit fördern, Klimaschützen in Gemeinden, Städten und Regionen. Es war jetzt ein bisschen ein Schock für mich, da jetzt von da oben, von diesem großen Plenarraum da hier herunterzukommen in den Bunker. Aber das Thema ist nicht minder spannend. Also diese 5 Viertelstunden, die werden wir da schon zusammen gut verbringen können. Zu mir, mein Name ist Petra Winkler. Ich bin an der Gesundheit Österreich GmbH in der Abteilung Gesundheit, Gesellschaft, Chancengerechtigkeit. Warum ich heute diesen Workshop hier moderieren darf, ist, weil wir im letzten Jahr uns intensiv mit dem Thema Gesundheitsförderung und Klimawandel und an der dieser Schnittstelle intensiv auseinandergesetzt haben. Wir hatten da die große Ehre, einen kleinen Fördercall für das Ministerium abzuwickeln. Und das war halt der Anlass, dass ich da heute hier stehen darf und das moderieren darf. Vielleicht noch zu diesem Fördercall. Es war ein sehr kleiner Fördercall. Er hat gute Impulse hervorgebracht. Heute haben wir sogar eins dabei, wo es einen SDG Award dafür gegeben hat. Und es ist ganz lustig und ich freue mich, dass wir von diesem Fördercall, von diesem Klimafördercall, 3 Referentinnen heute hier haben, die aus unterschiedlichen Ebenen an diesem Fördercall beteiligt waren. Da beginnen wir mit der Sandra Ecker, mit meiner Kollegin, die mit mir gemeinsam diesen Fördercall abgewickelt hat an der GÖK. Dann setzen wir fort mit der Sibylla Zech, die im Expertengremium eine äußerst wertvolle Unterstützung für uns war, für diesen Fördercall. Und dann enden wir noch mit der Doris Maurer, die eine Projektumsetzerin war. Also das ist irgendwie alle 3 Aspekte, alle 3 Ebenen haben wir hier versammelt. Das freut mich sehr. Wir haben 5 Viertelstunden jetzt für dieses Themenforum. Wir haben 3 Inputs, jeweils eine Viertelstunde. Das heißt, ich denke oder ich schlage vor, dass wir nach jedem Input auch irgendwie Fragen ganz kurz stellen können. Aber dann haben wir dann auch genug Zeit, um dann gesammelt, glaube ich, ein bisschen zu diskutieren. Da haben wir auch ein paar Fragen und ich hoffe sehr auf eine rege Beteiligung, dass man auch einfach wirklich auch von Ihrer Seite einfach auch Input und Meinungen abholen können. Für uns als Referentinnen sage ich noch dazu, wir sind jetzt nicht nur hier in Präsenz, sondern es gibt auch Teilnehmerinnen hybrid. Sie können uns hören und zwar nur dann, wenn wir das Mikrofon verwenden. Das heißt, das Mikrofon ist jetzt nicht für Sie, sondern für die Menschen, die jetzt online dabei sind. Das heißt, auch unsere Referentinnen bitte ich dann, das Mikrofon zu verwenden und auch natürlich ihre Wortmeldungen klarerweise. Die Teilnehmerinnen online können sich leider an der Diskussion nicht beteiligen, aber das ist dann der Vorteil der Präsenzteilnehmerinnen. Und ich darf gleich beginnen mit der Sandra Ecker und vielleicht noch was kurz sagen zu Sandra. Wir kennen uns ja gut, trotzdem habe ich einen kleinen Spickzettel irgendwie mir gemacht. Irgendwie, nicht, dass ich dann irgendwie hängen bleibe, das wollte ich dann doch nicht. Also die Sandra und vor allem die Carina Mabler, eine Kollegin, die jetzt in Karenz ist, haben an einem Bericht gearbeitet oder haben einen Bericht erstellt im Auftrag des Fonds Gesundes Österreich im letzten Jahr mit dem Titel Schnittstellen von Gesundheitsförderung und Klimawandel. Also wir haben heute schon viel über dieses Thema gehört, klarerweise. Die Sandra wird in die Theorie da ein bisschen in die Tiefe gehen. Sie kommt aus der Pflege, hat im Masterstudium Gesundheitsförderung und Gesundheitsforschung gemacht und ich finde das immer ganz spannend, wenn man jemanden auch im Team hat, der so diese Versorgungsperspektive auch einbringen kann. Und auch bei unserem Fördercall hatten wir ein Thema, wo es mit Pflege auch und Klimawandel zu tun hat. Also das ist immer ganz fein, diese Interdisziplinarität sozusagen auch im Team zu haben. Das ist ganz angenehm. Sandra, bitte. Danke, Petra, für die Vorstellung. Ja, Sandra Ecker mein Name. Und ich starte gleich. Mit der Vorstellung unseres Berichts, die Petra hat ja eh schon ein bisschen angeteasert, das haben wir letztes Jahr im Auftrag des FGÖ, haben wir diesen Bericht erstellt. Carina Mabler, Petra und ich. Und ich freue mich sehr, dass ich den heute vorstellen darf.
mache ich jetzt. Genau, also gleich Medias in Res. Es steht, wie wir heute eh schon öfter gehört haben, außer Frage, dass der Klimawandel hohe Gesundheitsrelevanz hat. Und das zeigt auch ganz klar die Darstellung, die vielleicht auch viele von Ihnen schon kennen. Das ist aus dem IPCC-Spezialbericht aus dem Jahr 2018 unter Leitung von Willi Haas entstanden. Und der stellt die klimainduzierten Phänomene nach Dringlichkeit für Österreich dar, wobei die Kriterien unter anderem der Anteil der Bevölkerung sind, die betroffen sind, und die gesundheitlichen Auswirkungen. Und die Liste ist sehr lang und angeführt wird sie, und das haben wir heute auch schon öfter gehört, von Hitze, Allergene haben wir heute schon gehört, Luftschadstoffe und Extremwetterereignisse. Klimawandel hat also direkte Auswirkungen auf die Gesundheit, aber nicht nur das, er verschärft bestehende gesundheitliche Probleme, er verschärft gesundheitliche Ungleichheiten und er wirkt sich unverhältnismäßig stark auf vulnerable Bevölkerungsgruppen und Communities aus. Es ist also auch hier ganz klar, dass Klimaschutz auch ein Thema der gesundheitlichen Chancengerechtigkeit ist und immer mitbedacht werden sollte. Auch der Lancet Countdown on Health and Climate bestätigt das und sagt, dass die Bekämpfung des Klimawandels die größte globale Gesundheitschance des 21. Jahrhunderts ist. Man könnte auch sagen, dass Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die auch einen Klimaschutz im Auge haben, eigentlich doppelt gesundheitsförderlich sind. Also, wie wir heute auch öfter gehört haben, Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung, Gesundheitsförderung haben viele gemeinsame Ziele. Und es gibt viele gemeinsame Schnittstellen. Die bekanntesten sind sicherlich die gesunde Ernährung und die aktive Mobilität. Aber es gibt sehr viel mehr Anknüpfungspunkte. Und das war auch einer der Gründe, also Entschuldigung. So, jetzt muss ich mich da zurechtfinden. Genau, und intersektorale Zusammenarbeit hat hohe Chancen für Gesundheit und Klima. Und darum hat der FGÖ auch diesen Bericht in Auftrag gegeben, um herauszufinden, mal die Schnittstellen besser zu definieren, herauszufinden, was sind die Möglichkeiten der gemeinsamen Zusammenarbeit, was sind mögliche Kooperationspartner. Und ja, so ist dieser Bericht auch entstanden. Und damit starte ich jetzt aber wirklich in den Bericht und ich starte mit unserem Wirkmodell, das wir also aus dem Public Health Institut aus Oakland. Und das ist unser Basismodell für diesen Bericht. Ja, man sieht, es ist relativ komplex. Er zeigt die Beziehung vom Klimawandel auf die Gesundheit und gesundheitliche Chancen Ungerechtigkeiten. Man sieht ja auch, es sind sowohl Gesundheitsförderungsmaßnahmen als auch Public Health Maßnahmen in diesem Modell involviert. Das Erste, was man sieht, auf was ich hinweisen will, Gesundheitsprozesse und also Klimawandelprozesse haben denselben Endpunkt, nämlich Beeinträchtigung und Sterblichkeit und hohe Sozial- und Gesundheitskosten. Blau dargestellt sind die Gesundheitsungerechtigkeitsprozesse und sie orientieren sich ganz stark an den sozialen Determinanten der Gesundheit. Also man geht davon aus, dass die Lebensbedingungen, in denen der Mensch geboren wird, aufwächst, lebt, arbeitet und altert, Einfluss haben auf die Gesundheit, aufs Gesundheitsverhalten, auf die Risikofaktoren, die man ausgesetzt ist und auch auf Versorgungschancen und Möglichkeiten. Grün dargestellt sind die Klimawandelprozesse, starten an der Ursache, nämlich an den Treibhausgasemissionen. Und also diese Prozesse beschreiben auch, wie es ebenso zu gesundheitlichen Chancenungerechtigkeiten kommt. Die Verknüpfung der beiden Prozesse zeigt sich auch im Verhältnis zwischen der Vulnerabilität durch den Klimawandel und der Resilienz diesem gegenüber. Es ist so, man sieht ja auch wieder, also die Personen, die Personen, die sozioökonomisch besser gestellt sind, die unter besseren Bedingungen leben, sind eher gewappnet, dass sie die negativen Folgen des Klimawandels kompensieren, als jene, die sozioökonomisch vielleicht schlechter gestellt sind.
Eine weitere Erkenntnis in diesem Modell ist, dass die Ursachen eigentlich im Grunde dieselben sind für Klimawandel und für gesundheitliche Chancenungerechtigkeiten. Und sie liegen im System, in sozialen Ungerechtigkeiten und in institutionellen Machtverhältnissen. Und eigentlich ist das Ziel, und das haben wir heute auch gehört, dass die Verhältnisse eigentlich, also das ist wichtig, dass man an den Verhältnissen ansetzt. Nur so kann dann auch das Verhalten besser beeinflusst werden. Die gelben Punkte sind die Maßnahmen. Und ja, auch diese braucht es, nicht nur die, den Einflussnahme in die Ursache und in die Verhältnissen, sondern auch Maßnahmen, die weitergehen. Basierend ist auf diesem Modell und auf der Literatur haben wir erkannt, dass man eigentlich die Handlungsfelder einteilen kann nach den Strategien der Ottawa-Charta. Und wir haben das jetzt herausgefiltert und für die Schnittstellen Gesundheitsförderung und Klimaschutz, Klimawandelanpassung 3 Strategien, Handlungsfelder erkannt. Das ist zum einen die Politik- und Strategieentwicklung und Systemveränderung. Es ist die Entwicklung von Gemeinden, Wohnumgebungen und Betrieben und es ist die Kompetenzentwicklung. Ja, zum ersten Handlungsfeld ganz klar, die Ausrichtung des Systems bestimmt, wie hoch die Treibhausgasemissionen sind und ob und wie gesunde und nachhaltige Lebensstile überhaupt möglich sind. Strategien in diesem Handlungsfeld sind die Entwicklung gesundheitsfördernder und klimaschützender Gesamtpolitiken, das Schaffen gesundheitsfördernder und klimaschützender Lebenswelten und das Schaffen eines stärker gesundheitsfördernden und klimafitten Gesundheitssystems. Das zweite Handlungsfeld ist eng verbunden mit dem ersten und es setzt Aktivitäten an, die direkt auf lokaler Ebene passieren und die Lebensbedingungen durch aktives Engagement der Bevölkerung verbessern sollen. Es sind auch hier wieder die gesundheitsfördernden, klimaschützenden Lebenswelten, die geschaffen werden sollen und die Stärkung gesundheitsbezogener und klimarelevanter Gemeinschaftsaktionen im Sinne einer vermehrten Selbstbestimmung. Und das dritte Handlungsfeld, die Kompetenzentwicklung. Man kann nur Einfluss nehmen auf die Lebensumstände und auch auf sein Verhalten, wenn man die Informationen darüber hat und das Wissen und klima- und gesundheitsrelevantes Wissen. Und darum ist hier mit Blick auf die Ottawa-Charta das Handlungsfeld die Entwicklung persönlicher Kompetenzen, die für eine gesunde und nachhaltige Lebensweise nötig sind und die Bevölkerung auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten. Dann sind wir ein bisschen tiefer gegangen und zwar sind wir auch auf die relevanten Systeme eingegangen. Wir haben jetzt die Strategie, das Handlungsfeld und in welchen Ebenen können wir jetzt Einfluss nehmen. Und besonders vielversprechend sind Mobilität, Ernährung und Wohnen. Diese 3 Systeme haben zum einen einen sehr hohen Treibhausgasausstoß, zum anderen beeinflussen sie maßgeblich die Lebensbedingungen, unter denen wir leben. Und darum sind hier sehr viele Chancen, dass man hier Verbesserungen schafft. Grob zusammengefasst kann man das zusammenfassen, dass Gesundheitsförderung, da ist die aktive Mobilität das Ziel, dass man die fördert und einen gerechten Zugang zu Mobilitätsleistungen. Es gilt, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren durch ein angepassteres Mobilitätsverhalten und zum Beispiel Klimawandelanpassung, die Reduktion von Hitzeinseln durch verbaute Landstriche. Ernährung auch klar, glaube ich, die Förderung gesunder Ernährung für die Gesundheitsförderung und einen gerechten Zugang zum Ernährungssystem. Die Reduktion der Treibhausgasemissionen entlang der Lebensmittelkette als Ziel für Klimaschutz und Anpassungen an Klimaveränderungen wie Dürre, Hitze, Extremwetterereignisse, um sich anzupassen an die neuen Lebenswelten, die durch die klimainduzierten Phänomene wohl sich entwickeln. Der Bereich Wohnen ist recht breit gefasst. Da geht es zum einen um Innenräume, es geht um Raum- und Stadtplanung, aber es geht auch um die
Nutzung der zur Verfügung stehenden Landmasse im Allgemeinen. Im Sinne der Gesundheitsförderung sollen Strukturen für gesunden Lebensstil und Wohlbefinden geschaffen werden. Treibhausgasemissionen durch adäquate Landnutzung sollten reduziert werden. Und bei der Klimawandelanpassung wäre eine Idee, auch die Infrastrukturmaßnahmen in Gang zu setzen, die sich an die Lebenswelten der anpassen, die auch sich verändern durch den Klimawandel. Und jetzt gehen wir noch eine Ebene noch weiter runter, nämlich ist es so, wir haben ja im Laufe des letztjährigen Calls festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, dass man erkennt, ob die Maßnahme, die gesetzte, wirklich an der Schnittstelle ansetzt, also ob wirklich alles mitgedacht wurde. Und wir haben jetzt dann probiert, dass wir da so Faktoren zusammenfassen, um wirklich abzuchecken, ob diese Maßnahme auch an der Schnittstelle ansetzt. Man soll sich fragen, hat es Co-Benefits für den Klimaschutz, diese Maßnahme? Also kommt es zu einer Reduktion von Treibhausgasemissionen? Hat es Co-Benefits für die Klimawandelanpassung? Also helfen die gesetzten Aktivitäten, die Schäden der klimatischen Veränderung zu mildern oder zu vermeiden? Außerdem kann man mitdenken, ob es andere Co-Benefits für die Umwelt hat, zum Beispiel den Erhalt natürlicher Ressourcen. Und last but not least natürlich, hat es Co-Benefits für die Gesundheit? Kommt es zu einer Stärkung sozialer und individueller Ressourcen sowie der körperlichen Fähigkeiten? Und gerade die Einschätzung, ob die Maßnahme direkte Benefits für die Gesundheit hat, ist eigentlich gar nicht so trivial, aufgrund eben des weit umfassenden Gesundheitsbegriffs und der Determinantenorientierung. Darum haben wir einen weiteren Gedankengang gesetzt und noch mehr Möglichkeiten gegeben, um abzuchecken, ob diese Maßnahme an der Gesundheitsförderung ansetzt. Nämlich sollte man sich die Grundprinzipien der Gesundheitsförderung immer vor Augen führen. Wird mit einem positiven, umfassenden Gesundheitsbegriff gearbeitet? Ist das Ziel auch gesundheitliche Chancengerechtigkeit? Wird das immer mitgedacht? Wird ressourcenorientiert gearbeitet? Und ist Empowerment das Ziel? Herrscht eine Setting- und Determinantenorientierung, eine Zielgruppenorientierung? Wird zielgruppengerecht gearbeitet? Wird partizipativ gearbeitet? Werden Stakeholder miteinander vernetzt? Und sind die Veränderungen auch wirklich nachhaltig? Ja, da bin ich auch schon am Ende. Es ist, glaube ich, wurde ein bisschen offensichtlich, dass die Schnittstelle von komplexen sozialen Prozessen geprägt ist und es zum einen an der Wurzel ansetzt, aber auch daran ansetzt, dass sie Fähigkeiten und Fertigkeiten der Bevölkerung fördert, um Klima zu schützen und sich aber auch anzupassen. Es gibt viele ähnliche Hebel und viele Möglichkeiten der Kollaborationen in der Bereiche Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung, Gesundheitsförderung. Das wurde ganz deutlich. Es gibt Co-Benefits und Co-Harms, sowohl für Gesundheit als auch Klima bei den Maßnahmen. Das sollte man immer prüfen. Für ein intersektorales Zusammenarbeiten, das erfordert ein integriertes Vorgehen sämtlicher Politikbereiche, also könnte man sagen Health and Climate and Equity in all policies vielleicht. Es bedarf einer gemeinsamen Zielsetzung, einem vernetzten Agieren aller relevanten Akteurinnen und Akteure, einem übergreifenden, zielgruppengerechten Aufbereiten von Informationen, die Verbesserung von Strukturen und Beteiligungsmöglichkeiten. Eine Herausforderung in der intersektoralen Zusammenarbeit, das haben wir auch gelernt letztes Jahr, ist sicherlich auch eine gemeinsame Sprache und Verständnis dafür finden für die Arbeitsweisen der jeweilig anderen des jeweils anderen Sektors. Es gilt also, Brücken zu schlagen, und wenn ich hier auch beenden darf mit einem Zitat der Urheberin des Wirkmodells, denn es steht zu viel auf dem Spiel, der Handlungsbedarf ist zu dringend und es gibt zu viele Möglichkeiten für Synergien. Wir müssen uns zusammentun, um die mutigen und dringenden Maßnahmen zu fordern, die notwendig sind, um die Umwelt und das Klima zu erhalten, die unsere Gesundheit jetzt unterstützen. Vielen Dank. Danke, Sandra.
Einerseits habe ich mir gedacht, irgendwie, es ist nicht viel Neues, wenn man weiß, aktive Mobilität, Ernährung, Wohnen, wissen wir, dass das mit Gesundheit und Klimawandel zu tun hat. Trotzdem ist es dann schön, das in den theoretischen Kontext auch zu sehen, einerseits. Und andererseits auch diesen Blick irgendwie auf die Erfahrungen unseres Förderkults, wie schwierig es dann ist. Da kommt dann bestimmt noch was von, zumindest von der Doris, mal schauen. Wie schwierig es dann ist, im Konkreten dann wirklich drauf zu schauen, dass es die Schnittstelle bedient und das eine und das andere. Das ist nämlich dann gar nicht so leicht und so selbstverständlich. Und das ist dann auch, wie soll ich sagen, das weckt bei mir wieder ein bisschen Verständnis dafür, wenn ich sehe, dass wieder mal nur das eine oder nur das andere, dass die eine Hand nicht tut, weiß, was die andere tut. So kommt es mir manchmal vor, auf Gemeindeebene zum Beispiel, wo ich bestimmte Dinge halt beobachte. Gibt es Fragen dazu? Gibt es irgendwelche konkrete, gleich spontan, irgendwelche Anmerkungen oder Kommentare oder etwas, was jetzt unbedingt, also was gesagt werden sollte jetzt? Sie können ruhig ein bisschen mutiger sein. Wir sind klein. Es ist fein, wenn es ein bisschen lebendiger wird. Super. Danke. Lena Großschild, mein Name. Ich mache ein Bewegungsförderungsprojekt für die Sozialversicherung der Selbstständigen. Genau. Es passt nur indirekt zu dem Vortrag beziehungsweise zu dem Punkt gemeinsame Sprache. Und zwar stelle ich mir öfter die Frage, gibt es Bestrebungen, dass diese Klarregionen oder Klimabündnisregionen und gesunde Gemeinden, das ist ja in meinem Verständnis ein ähnliches Konzept, aber das sollte doch eigentlich eines sein. Wissen Sie, was ich meine? Gibt es da Entwicklungen in die Richtung? Ich weiß nicht, wer da jetzt gefragt ist, aber ich denke mir, dass vielleicht die Doris dazu was sagen kann. Aber Doris, bevor du was sagst, drücke ich dir das Mikro in die Hand, damit auch unsere Online-Teilnehmerinnen dich hören können. Also das ist ein ganz großes Bestreben von den Klimawandel-Anpassungsmodellregionen, die zu inkludieren. Es ist nur sehr oft so, dass die Trägerstrukturen andere sind. Und desto mehr man die gleiche Trägerstruktur hat, zum Beispiel von einer Klimawandel-Anpassungsmodellregion, genauso wie von den gesunden Gemeinden, desto leichter tut man sie. Die Bestrebungen von den Klarregionen und vom Klarprogramm ist definitiv in diese Richtung und auch von den gesunden Gemeinden. Die große Herausforderung ist es, dass einfach diese Programme manchmal direkt bei den Gemeinden ansetzen, manchmal bei den Regionen ansetzen. Und das zusammenzuführen, ist sehr, sehr schwierig, weil man dann doch auch immer wieder für die Geldgeber, für die Fördergeldgeber sehr strikte Abgrenzungen machen muss. Und wenn man einen Folder rausgibt, muss man 5 Stellen fragen, ob das eh für jede passt. Und das ist einfach knuffig. Es geht, aber es ist knuffig. Vielleicht möchte ich da was ergänzen. Haben wir heute auch gehört, wie ein Ziel ist unter anderem die gemeinsamen Fördertöpfe, wie es zum Beispiel in Finnland, das kam, glaube ich, von der belgischen Referentin, bilde ich mir ein. Also diese gemeinsamen Fördertöpfe sind schon etwas, wo wir hinstreben sollten. Ich denke jetzt allein nur an die Bemühungen, zum Beispiel jetzt im Sozialen und in Gesundheit gemeinsame Fördertöpfe zu schaffen, wo das jetzt ein gemeinsames Ministerium ist. Also das ist schon ein Ziel, wo wir hin sollten. Und ich möchte vielleicht zu dieser Frage auch noch ergänzen, das ist auch nicht ganz genau das, was Sie gefragt haben, aber auf Bundesebene zumindest merke ich schon, dass die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsministerium und Klimaministerium zu wachsen beginnt, würde ich mal sagen. Kam auch heute, das hat, es kam, ich weiß nicht von wem auch, und es gibt einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Umweltbereich heute da und auch das Thema, dass das Thema der Fonds für Gesundes Österreich aufgreift, ist schon gut. Gibt es weitere Wortmeldungen? Nein? Dann danke, Sandra. Dann darf ich die Silvia Zech bitten. Sie repräsentiert eine Disziplin, die meines Erachtens ja maßgeblich ein Klimawandeltreiber ist oder beeinflusst. Also es gibt eine große Bedeutung für den Klimawandel. Meines Erachtens ist das in der breiten Öffentlichkeit dieser Zusammenhang noch nicht richtig erkannt. Und das ist eine Disziplin, die auch das Problem hat der langfristigen Wirkung, finde ich, der schwerfälligen Veränderbarkeit auch und
ja, es hat viel mit Klimakrise zu tun. Das ist die Raumplanung. Sibylla Zech ist Professorin für Regionalplanung und regionale Entwicklung an der TU Wien. Sie hat Raumplanung studiert, wie ich. Zunächst hatte sie den Schwerpunkt auf der Umweltplanung, dann auf Planungsprozesse, Kommunikation, was sehr wichtig ist, sowohl in der Raumplanung als auch in der Gesundheitsförderung. Sibylla war ganz erstaunt, wie wir bei unserem Fördercall oder bei den Vernetzungstreffen festgestellt haben, dass vielleicht irgendwie die Einbindung, die Partizipation im Umwelt- und im Gesundheitsförderungsbereich nicht ganz so gleich gelebt wird. Vielleicht stimmt das, weiß ich nicht, das war halt eine Diskussionspunkt. Sie hat vielfältige Auslandserfahrungen, Luxemburg, Schweiz, Osteuropa, in Japan. Und mittlerweile hat sie einen speziellen Fokus auf Klimaschutz und Bodenschutz. Sibylla, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ein paar Gedanken aus raumplanerischer Sicht mit Ihnen zu teilen. Es ist ja heute Vormittag schon sehr viel angesprochen worden, dass es ganz wichtig ist, wie die Lebenssituationen sind, wie die Möglichkeiten sind, ein klimafreundliches Leben zu leben, das Leben auch klimafreundlich zu gestalten. Und da hat natürlich die Raumplanung und die Stadtplanung auch eine große Aufgabe dabei. Der Titel meines Vortrags, Raumplanen für die Gesundheit und gegen die Klimakrise. Das Bild, das ich da hereingenommen habe, ist aus einem Artikel in einer Zeitung, in einer Tageszeitung über Klima und Gesundheit, interessanterweise. Und man sieht natürlich schon mit so einem Blick in die Baumkronen, wo man die Seele baumeln lassen kann, wo man die gute Luft sozusagen gleich mal spürt und einatmet, auch hier im Keller sozusagen, das Thema Klima und Gesundheit ganz stark mit unseren Lebensbedingungen zu tun hat. Wie gesagt, ich bin, so geht das nicht weiter. Vielleicht muss ich das händisch machen. Jetzt muss ich den Kollegen von der Technik bitten. Aha, jetzt müsste es weitergehen. Nein. Ah, war zu ungeduldig da dabei. Ja, wie gesagt, Raumplanung. In der Raumplanung geht es darum, die vorausschauend ein Gebiet zu gestalten. Und so, das ist ein Zitat aus dem jetzt steirischen Raumordnungsgesetz heraus, eine nachhaltige und bestmögliche Nutzung eines Gebietes zu erreichen und damit die Sicherung des Lebensraumes im Interesse des Gemeinwohles zu gewährleisten. So ähnlich steht es in fast jedem Raumplanungsgesetz. Es ist immer ein bisschen anders formuliert. In Österreich haben wir ja 9 Raumplanungsgesetze, die dann immer wieder unterschiedliche Nuancen dabei haben. Aber was ich hier hervorgehoben habe, das ist dieses Thema des Interesse des Gemeinwohls. Und das ist ja auch heute Vormittag schon angesprochen worden, wenn es auch eben um die ökonomischen Fragestellungen geht, wenn es um die Gesundheitsförderung generell geht, dass es hier um Gemeinwohlfragen steht. Und da hat eben die Raumplanung, denke ich, doch einen ganz wichtigen Querbezug da dazu. Mit der Fernsteuerung ist das ein bisschen schwierig da. Aha, jetzt habe ich die falsche Richtung, sehr gut. Nein. Die Geheimnisse der Technik. Ja, ich habe jetzt zu Beginn, mache ich mal noch einen kurzen Schritt zurück, nämlich über 100 Jahre, um 1900. Da wurde die Idee der Gartenstadt geboren, der Garden City. Ebenezer Howard, vielleicht ist Ihnen dieser Visionär seiner Zeit schon untergekommen, der ein Stadtmodell entwickelt hat, um eben der Smokeless City zu begegnen. Es war die Industrialisierung, es waren schreckliche Lebensverhältnisse in den Städten. Es gab die Slums auch in Europa. Und er hat ein Modell entwickelt der Gartenstädte, die um eine Kreisstadt sozusagen angeordnet sind und in denen die Bevölkerung direkt mit dem Land, mit der umgebenden Landschaft von dieser lebt, gesunde Nahrungsmittel aus dieser
bekommt und eben sich auch erholen kann. Das war jetzt nicht nur eine technische Idee, sondern es war wirklich auch eine sozialreformerische Idee, diese Gartenstädte um 1900, wo eben für die Bewohnerinnen Gesundheit, Erholung und Bildung garantiert wird und das in einem Umkreis von 300 Metern. Ja, also wenn wir heute von der Stadt der kurzen Wege sprechen oder auch von der aktiven Mobilität dann in der Folge, wo man die Dinge zu Fuß erreichen kann, ist schon ein alter Gedanke. So. Nein. Wieder die falsche Folie. Ich entschuldige die Kolleginnen und Kollegen an den Bildschirmen daheim oder in ihren Büros. Ja, das Thema Gartenstadt hat jetzt auch in den letzten Jahren so ein bisschen ein Revival bekommen. Man muss sagen, die Gartenstadt so aus dem 1900 und dann 20er Jahre, 30er, 50er Jahre, war sehr stark eine Stadt des Einfamilienhauses. Des Einfamilienhauses, das also zu sehr flächigen Siedlungsstrukturen geführt hat, zu langen Wegen, schlussendlich im Zusammenhang mit der Mobilität. Und so sind die neuen Ideen der Gartenstadt sehr stark mit den Umsetzungsmodellen verdichteter Bauformen verknüpft, also etwa der Townhouses. Ja, also wo öffentlicher, halböffentlicher, privater Freiraum auch mit der Gartenstadt verknüpft wird und durch eine gute Erschließung mit dem öffentlichen Verkehr möglich ist und wo das Thema Energie als mit hineinkommt. Das Thema der Smart City, das ist heute auch schon angesprochen worden, also die Blue and Green City, auch mit den übergeordneten Programmen auf der EU-Ebene oder auch in Österreich, da hat es jetzt noch einmal eine Nuance bekommen, die sehr stark mit der Digitalisierung zusammenhängt. Da habe ich ein bisschen Probleme damit zum Teil, wenn wir jetzt sehr stark auf die technischen Lösungen setzen, um eben gute Rahmenbedingungen für das Leben in den Städten und Regionen zu schaffen, also das Smart vor allem technologisch zu verstehen im Sinne der Digitalisierung. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier ein sozial-ökologisches Verständnis. Oh weh. Na, das ist verhext. Ich zeige Ihnen schon den Eissalon viel zu früh. Einen Vortrag von hinten her anfangen. So, ich glaube, da waren wir. Genau. Also um dieses Dreieck Raumplanung, Gesundheitsförderung und Klimakrise geht es mir heute und das, wenn ich raumplanerisch argumentiere, auf den unterschiedlichen Ebenen. Auf der strategischen Ebene in Österreich ist das österreichische Raumentwicklungskonzept, die Übereinkunft der Länder und der Gemeinden, wie mit dem österreichischen Raum umgegangen werden soll. Das jüngste österreichische Raumentwicklungskonzept wurde Ende letzten Jahres, also im Herbst letzten Jahres, beschlossen. Und das streckt das Thema klimaverträglich und nachhaltig, ist einer der drei Schwerpunkte dieses Raumentwicklungskonzeptes. Das war jetzt in den früheren Raumentwicklungskonzepten nicht so im Vordergrund. Dann auf der Ebene der Gemeinden und der Städte selber, wie gestalten die Städte in ihren Plänen den Raum, wie soll die Struktur der Städte ausschauen und schließlich ganz konkret auf dem Grundstück die Rahmenbedingungen für die Schaffung von Wohnen, Arbeiten, Kultur, Erholung, Bildung, Gesundheitseinrichtungen auf der örtlichen Ebene. Ich habe Ihnen hier auch einen Plan aufgehängt hier im Saal. Das ist der Klimakonkretplan. Ich weiß nicht, ob ihn schon jemand in der Hand gehabt hat. Hat jemand schon in der Hand gehabt? Hier im Saal? Nein, noch nicht. Ich habe diesen Plan mittlerweile sehr oft gesehen bei Bürgermeisterinnen hinter dem Schreibtisch hängen. Also es ist ein Projekt, Klimakonkret, auf dem in so einem Wimmelbild quasi dargestellt wurde, was kann man auf der örtlichen Ebene machen, um zu einer klimafreundlichen Lebensweise schlussendlich zu kommen. Und auf der Rückseite des Planes, na, es geht schon, lass nur. Bitte schön.
Auf der Rückseite des Planes sind alle diese Maßnahmen gelistet. Ja, ist so eine Checkliste und damit kann eine Bürgermeisterin, ein Bürgermeister da auch wirklich abhaken, wo stehen wir, was machen wir da dazu. Es sind mehrere Themen, die hier angesprochen werden, konkrete Maßnahmen, klimagerecht bauen, die Herausforderung, die zunehmende Versiegelung, mit der wir konfrontiert sind, der Verlust von Boden, wo es eben also in der Folge dann natürlich Überhitzung, unangenehme, gesundheitsschädliche Bedingungen vor Ort. Und hier eben, wie kann man wirklich vor Ort klimagerecht bauen und wie kann man schlussendlich entsiegeln? Also wie können wir Flächen auch zurückgewinnen? Die Entsiegeln ist in Österreich noch etwas, was sehr in den Kinderschuhen steckt. Wir haben dazu auch kaum Förderprogramme, vergleichsweise in Deutschland. In Bayern habe ich jetzt hergenommen, gibt es Entsiegelungsprämien. Da werden bis zu 60% der Kosten gefördert, wenn ich Flächen entsiegle. Und ein Kollege, der in Bayern Raumplaner ist, hat mir gesagt, wie ich ihn gerade angerufen habe, du, ich kann halt nicht mit dir telefonieren, es ist so ein Stress. Alle Gemeinden wollen ihre Ortsplätze rückbauen. Also an dem Tag, wo diese Entsiegelungsprämie herausgekommen ist. Also das Thema Entsiegeln, da ist großes Potenzial in Österreich. Ja, Potenzial positiv ausgedrückt, ist eine große Herausforderung, in dem wir, vor der wir in Österreich stehen. Klimagerechte Bauweisen. Es ist relativ einfach, irgendwo draußen auf der Wiese ein aktiv Energiehaus zu machen, ein mit entsprechenden Baustoffen. Es ist nicht so einfach in der Stadterneuerung, im städtischen Gebiet, im Umgang mit Bestand. Ich habe hier ein Beispiel von einem gutes Beispiel aus Linz hereingebracht, wo eine Hausgemeinschaft, also ein wirklich ein klimaangepasstes und von der Lebensqualität besonderes Haus gebaut hat im Bestand. Und im Bestand, das heißt natürlich, es gibt ja diesen Spruch, the greenest brick is the one in the wall. Also im Bestand, in der Nähe von allen Einrichtungen hier zu verdichten. So, ja, jetzt kommt die Eisdiele. Das ist so ein bisschen mein Geheimindikator, wenn wir darüber sprechen, Ortskerne und Stadtkerne zu beleben. Also ja, Sie kennen diese Situation, Entleerung der Ortskerne zugunsten der Einkaufsagglomerationen draußen am Rand. Ein ganz wesentliches Ziel der Raumplanung ist, und da arbeitet man wirklich hart dran im Alltag, ist, die Ortskerne zu stärken, Ortskerne zu beleben. Und für mich ist dann immer, wenn der Eissalon Fuß fasst in einem Ortskern, dann ist so irgendwie sein, oh, jetzt ist was passiert, jetzt kommen junge Leute, jetzt gibt es Dichte, jetzt gibt es soziale Dichte, da dabei jetzt findet Innenentwicklung statt. Ja, das Thema Grünräume, schon mit dem Eingangsbild angesprochen. Die Durchgrünung der Städte, Entsiegelung und Durchgrünung trägt natürlich ganz wesentlich zur Kühlung bei, zum Wohlbefinden in der Stadt. Hier also auch wieder im Bild des Klimakonkretplanes, wo es um Frischluftschneisen geht, wo es um Ausgleichsflächen geht, wo es um Wasser in der Stadt geht, wo es um Schattenbereiche geht, wo es um die Begrünung von Gebäuden geht. Also ein ganzer Katalog an Maßnahmen, mit dem wir in der Raumplanung noch zu wenig nutzen, also dies noch einzusetzen. Also wir können eigentlich über Bebauungspläne auch was für den Grünraum machen. Nicht so einfach, also da muss der Gesetzgeber schon auch noch nachziehen. Grünräume in der Stadt anlegen. Es gelingt nicht oft, wie es uns hier in Dornbirn gelungen ist, mitten in der Stadt der 2,5 Hektar ehemalige Industriefläche in einen Garten zu verwandeln. Die alte, das war alles zugebaut, da mit allen möglichen Hallen, Leerstand und so weiter. Die alten Gebäude, die auch industriearchitektonisch interessant sind, zu erhalten, zu restaurieren. In dem Fall werden sie für Kultur und ein Naturmuseum genutzt und
Es ist ein eigener Stadtgarten möglich geworden, der natürlich jetzt schon spürbar, das war vor 20 Jahren, ja, aber jetzt wird es schon spürbar, wie das eben klimatisch wirkt. Ja, oder eine andere Gemeinde, ein ganz wichtiger Punkt in der Raumplanung ist das Thema Multifunktionalität, Mischnutzungen, Nähe. Und dazu eben auch braucht es die Durchwegung der Ortschaften und dazu braucht es attraktive Wege, die natürlich wieder nicht versiegelt sein sollen, also mit wasserdurchlässigen Decken. Und so kann doch über die Jahrzehnte immer, wenn die Gemeinde immer drauf schaut, wo gibt es wieder eine Möglichkeit, dass wir eine gute Verbindung schaffen, dass wir einen Aufenthaltsbereich schaffen, dass wir Begrünung machen können, können eigentlich sehr schöne Situationen entstehen, auch so in so quasi Vorstadtgemeinden, wie das die Gemeinde Lauterach ist, die neben Bregenz liegt. Und auch Einsetzen von neuen Techniken, etwa im Straßenbau, in der Gestaltung von Plätzen, indem etwa zum Beispiel nach dem Prinzip der Schwarmstadt Wasser in einem Substrat unter den Radwegen, unter den Grünstreifen gespeichert wird, also überschüssiges Regenwasser, und das dann in Trockenzeiten wieder zur Bewässerung verwendet werden kann. Also auch dieses Thema Wasserspeichern. Und damit sind wir beim, ja, hat natürlich ganz viel mit Partizipation zu tun, diese Frage Umgang mit dem Klimawandel. Da arbeitet zum Beispiel in Wien die Gebietsbetreuung sehr viel mit Bevölkerung zusammen, dass man die coolen Plätze, aufsucht, entdeckt, kartiert, kommuniziert. Und schließlich das Thema Mobilität, über das werde ich jetzt nicht so viel sagen, weil da gibt es einen eigenen Workshop parallel dazu. Als Raumplanerin ist natürlich wichtig, dass wir die Nutzungen so zueinander positionieren, dass nicht zu viel Zwangsmobilität erzeugt wird, dass keine überflüssige Mobilität erzeugt wird und dass es Bereiche gibt, so im Sinne von Mobility Points, wo man die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse und die unterschiedlichen Mobilitätsmöglichkeiten miteinander kombinieren kann. Also mit dem Zug ankommen, auf das Fahrrad umsteigen oder auf den Bus, vielleicht kombiniert mit einer Paketbox und so weiter. Also so verschiedenste Mobilitätsangebote miteinander zu kombinieren. Der öffentliche Raum, ganz eine wichtige Aufgabe, wie schaut denn eine faire Verteilung des öffentlichen Raumes aus? Das hat ganz direkte Auswirkungen auf unser Alltagsverhalten und hat natürlich in der, von der Freiraumgestaltung her auch eine ganz direkte Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. 60% des öffentlichen Raumes wird für den motorisierten Individualverkehr zur Verfügung gestellt. In der Raumplanung ist ein ganz wesentliches Prinzip für uns das Thema der Innenentwicklung. Also mit Strategien der Innenentwicklung, der Orientierung nach innen, den Druck nach außen zu reduzieren und damit Leerstand im Zentrum zu begegnen und an der Peripherie den Ausweitungen zu begegnen. Das heißt, vor allem bereits erschlossene Flächen zu nutzen, bevor neue Flächen in Anspruch genommen werden. Und das hängt ganz stark mit den sozialen Themen zusammen, mit dem Zusammenhang Umweltqualität, ökonomische Tragfähigkeit. Und da würde ich wieder den Bogen zum Thema Gesundheit spannen. Also Innenentwicklung, Dichte im Inneren kombiniert mit Grün. Also dicht heißt und kompakt heißt nicht unbedingt zu betoniert, sondern ganz im Gegenteil, bietet auch die Möglichkeit, nutzbare Grünräume zu schaffen, entsiegelte Flächen, nicht versiegelte und entsiegelte Flächen zu machen, das Mobilitätsangebot zu erhöhen mit kurzen Wegen zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Verkehr, die Frage der Mikromobilität, besondere Angebote, Energieverbrauch zu reduzieren und Partizipation und Teilhabe zu pflegen. Also es sind so, ich spreche da gern von einer fünffachen
Innenentwicklung als Prinzip für die Raumplanung. Und zum Schluss habe ich mir dann so ein paar Tugenden zusammengeschrieben zum Raumplanen für die Gesundheit und gegen die Klimakrise, gegen die Erderhitzung. Scheint vielleicht widersprüchlich, verkehrsarm und mobilitätsreich zugleich, ja, im Stadt, im Dorf, im Quartier der kurzen Wege, nachbarschaftlich und individuell. Also da ist dann auch dieses Zusammenbauen, dann das Thema des Sharings, das Zusammenbauen, wie wir am Anfang gesehen haben, bei den neuen Formen der Gartenstädte, zum Beispiel physisch, aber auch eben in Baugemeinschaften, die Gestaltung des öffentlichen Raums, faire Verteilung des öffentlichen Raums. Dann kompakt und grün, ganz wichtig, dass wir vom Wohnbau zum Städtebau denken, zum Dorfbau denken, im Quartier denken und den verschiedenen Nutzen und schließlich umbaubar. Umbaubar bauen, veränderbar bauen, um eben energie- und ressourcenbewusst unterwegs zu sein. Nur als Orientierung, das hat ganz viel mit Baukultur zu tun, nicht nur mit schönen Häusern im engeren Sinn, sondern mit den Prozessen in der Gemeindeplanung, in der Stadtplanung. Da ist gerade die Ausstellung Bodenscheid Nutzen in Österreich auf Tour vom Verein Landluft, Baukultur, also zur Förderung der Baukultur im ländlichen Raum. Und die Baukulturreports geben da auch ganz viel Input. Ja, da gibt es eine baukulturelle Landkarte und ich glaube, es wäre spannend, auch hier eine Landkarte aus den Gemeinden, die sich hier zusammenfinden, einmal zu zeichnen und vielleicht auch zu ergänzen. Und damit danke für die Aufmerksamkeit und ich glaube, es gibt wirklich viel draußen anzuschauen. Da würde ich Sie ja gern einladen und stehe für Fragen natürlich zur Verfügung. Dankeschön. Herzlichen Dank, Sibylla. Es tut mir ein bisschen das Herz weh, dass ich da aufstehen muss. Es ist einfach, ich muss einfach nur auf die Zeit schauen. Ich hätte jede Menge Fragen, aber ich halte mich jetzt zurück. Gibt es Verständnisfragen oder irgendwas, was jetzt gesagt werden sollte, speziell dazu? Ich würde nur sehr gerne ein Plädoyer machen für eine skalierte Gemeinschaft sozusagen, weil wenn wir in einer Stadt denken, dass beim Landluft überhaupt noch kein Thema ist, wir müssen auch in der Stadt für Familien. Ja, es war auch schwer zu verstehen jetzt für uns. Ja. Ja, herzlichen Dank, Birgit Appelt von der Spes-Zukunftsakademie in Oberösterreich. Wir begleiten auch Gemeinden und versuchen eben, aktive Mobilität im Gemeindesetting zu fördern. Und ich finde immer diese Herausforderung, dass ja in den letzten Jahrzehnten sehr viel eigentlich schiefgelaufen ist, also Richtung Auto hin alles gebaut wurde. Und wir jetzt eben davor stehen, dass eben die Parkplätze sehr großzügig ausgebaut sind und die Wege sind sehr klein und auch viel zu wenig Platz für Fußgänger und Radfahrer. Wo kann man da, es ist immer so schwierig, wo setzt man an? Also wir versuchen eh schrittweise mit der Bevölkerung gute Lösungen zu finden, aber ich finde da immer total schwierig, jetzt bei so einer schwierigen Ausgangslage was zu bewirken. Haben Sie da irgendwelche Tipps aus Ihrer Erfahrung? Ja, Sie haben es, glaube ich, schon zum einen ganz richtig gesagt, überall ansetzen, wo geht. Aber dazu braucht man doch ein Gesamtkonzept dahinter. Also wenn man, ich habe das ja vorher nur schnell durchgeblättert gehabt, war so ein grünes Netz zu sehen, das grüne Netz von Graz zum Beispiel. Also die Stadt Graz hat ein grünes Netz entwickelt, gezeichnet, das kann den Computer jeder einsehen, das ist bewertet und immer wenn eine Maßnahme ansteht, ganz wurscht aus welchen Bereichen, dann schaut man noch, wie kann ich dieses grüne Netz weiterentwickeln. Ja? Also schon ein strategisches Instrument im Hintergrund zu haben und dann auch sichtbar zu machen, was bewirkt das und was gibt es Neues dabei. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es auch bessere gesetzliche Möglichkeiten gibt. Die sind jetzt in Österreich jetzt im Vergleich zur Schweiz oder zu Deutschland ungünstiger, muss man da dazu sagen. Also wenn es etwa darum geht, in ein paar Bundesländern ist es schon, ne? Da darf man jetzt zum Beispiel keine oder nur mehr ein Drittel der Parkplätze bei einem Einkaufsstandort dürfen ebenerdig gemacht werden. Ja. Alles andere muss aufs Dach, unterirdisch oder wie auch immer. Oder muss über ein anderes Mobilitätsangebot
hereingeholt werden. Also das wirkt schon. Ja, das sind jetzt Gesetzesänderungen, die sind 2-3 Jahre alt, aber das wirkt jetzt natürlich schon. Aber ganz schwierig ist es dann eben im Bestand. Ja, also wo sind da ja, diese großflächig ausgebauten Parkplätze, und Parkieren ist einfach ganz maßgeblich, also wie man parken kann, beeinflusst einfach ganz maßgeblich unser Mobilitätsverhalten. Wenn ich vor der Haustüre parke und 200 Meter zum Öffi habe, das aber nicht permanent da ist, sondern alle Viertelstunden kommt, ist schon die Frage, wie ist die Entscheidung da dazu. Bei neuen Wohnanlagen gibt es jetzt auch schon bei uns Beispiele, also wir begleiten ein Projekt in Vorarlberg, wo sie den Stellplatz nicht mehr bei der Wohnanlage direkt haben, sondern gemeinschaftliche Stellplätze, und damit sozusagen eine Fairness entstehen soll. Ja, oder wir kennen ein Beispiel aus der Schweiz, da fährt man, also wird es einfach nicht genehmigt, dass man aus dem Lift direkt in die Tiefgarage hinunterfahren kann, sondern man muss auf den Platz gehen in der Wohnanlage, das Hunziker Areal bei Zürich, Zürich ist ein schönes Beispiel, musst auf den Platz gehen, triffst vielleicht noch jemanden dabei, dann kannst du in die Tiefgarage gehen oder zum Bus. Also das sind schon viele kleine bauliche Maßnahmen, aber auch diese strategische Überlegung. Dankeschön. Elfriede Hufnagel, Wiener Gesundheitsförderung. In Wien gibt es solche Beispiele übrigens auch. Sonnenviertel haben es auch so gebaut. Hinten die Parkplätze und vorne die Häuser. Ich habe eine Frage zur Gartenstadt. Ja? Also das ist ja so Preisen, weil für mich ist ja städtisches Wohnen eigentlich das ökologischere Wohnen als am Land wohnen oder auch so in Kleinstädte, weil du einfach, es ist die Zukunft, glaube ich. Ja? Und das, wenn ich aber viele Menschen unterbringen will und Wien hat einen wahnsinnigen Zuzug und wächst auch sehr, dann kriege ich das nicht hin. Ne? Also ich kann das nicht so bauen, sondern ich muss eigentlich auf Gemeinschaftsgrünflächen setzen und nicht jeder seinen individuellen kleinen Garten, glaube ich, haben. Und ich glaube, das hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt. Und wie Sie das sehen, weil ich, oder hat Ihr Vortrag stärker so auf Kleinstädte im ländlichen Raum abgezielt vielleicht? Also für eine Großstadt wie Wien, wo wir ja nur eine haben, sozusagen in Österreich, ist das vielleicht, sind andere Fragen, die sich da nochmal auftun vielleicht auch, ja? Also ich habe jetzt ein bisschen mehr, wie Sie, glaube ich, richtig erkannt haben, auf die sozusagen auf das weite Land konzentriert in meinen Überlegungen. Aber das ist durchaus auch ein Thema in Wien. Ja? Also Wien hat ja auch Stadt-Umland sozusagen in sich, hat, sagen wir jetzt, Speckgürtel sozusagen dabei. Und da sind eben diese Wohnformen des, also es sind ja nicht nur Wohnformen, sondern es geht das Beispiel aus Tübingen, was ich da gezeigt habe. Ne? Da heißt, ist man im Erdgeschoss, damit man den Bauplatz kriegt, ist man verpflichtet, im Erdgeschoss eine Büronutzung oder wirtschaftliche Nutzung mit unterzubringen, ja? Oder eine öffentliche Nutzung. Und dann ist aber das Haus vielleicht nur 3 oder 4 Geschosse hoch und ist in der Gruppe so gebaut, dass man gemeinschaftlichen Freiraum der Straße hat, dass man einen Gemeinschaftsgarten hat. Also es geht dann nicht nur um diesen individuellen Garten da dabei. Ja. Also natürlich ist es immer auch eine Frage der Stadtgröße da dabei. Man sieht immer wieder Bilder, wo jetzt Gartenstadt auf so riesen Hochhauskonstrukten, die begrünt sind, so drunter steht Gartenstadt. Ist jetzt die Frage, ist das die richtige Antwort unserer Zeit, wo ich dann ein Gebäude habe, wo ich innerhalb des Gebäudes schon so viel Energie aufwenden muss für die Mobilität der Menschen, die da dabei wohnen. Also da gibt es viele offene Fragen dabei, aber ich denke, dass eben dieses Bauen in der Reihe, was ein Anknüpfen an eine historische Form auch in Österreich ist, das Bauen in der Gruppe für die Kleinstädte, für die Ankerstädte am Land sozusagen und für die Gemeinden ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist. Auch im Zusammenhang mit Leistbarkeit des Wohnens, also nicht nur mit Gesundheit und Klimakrise. Ich sehe schon, das Interesse ist groß. Trotzdem möchte ich jetzt zum nächsten Beitrag gehen. Vielleicht haben wir dann noch ein bisschen Zeit und dann können wir sozusagen das in Summe nochmal irgendwie diskutieren. Jetzt möchte ich an Doris Maurer übergeben. Sie wird uns ein paar konkrete Maßnahmen, was sie tun, womit sie kämpfen im Waldviertel erzählen.
es geht bei dir um Klimawandelanpassung, Klimaschutz, Gesundheitsförderung und einen Hut zu bringen. Doris Maurer ist Geschäftsführerin des Waldviertler Kernlands, kommt ausbildungsmäßig vom Tourismusmanagement, Sozialpädagogik, Innovationsmanagement. Ich bitte dich, Doris. Dankeschön. Ja, das Waldviertler Kernland, nur ganz kurz, sind 14 Gemeinden. Sie arbeiten seit 2001 zusammen, 10 Mitarbeiter, und wir beschäftigen uns schon ganz lang mit den Themen Gesundheitsförderung, klar, Klimawandelanpassung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Und wie voriges Jahr dieser Fördercall herausgekommen ist, ein Projekt zu starten, das Klimawandel, Klimawandelanpassung und Gesundheitsförderung vereint oder gleichzeitig adressieren soll, habe ich mir gedacht, ja, endlich. Endlich ist es soweit, dass diese zwei Dinge zusammengefasst werden. Weil für uns stellt sich sehr, oder ist, wir haben sie eine zentrale Frage gestellt, und zwar, was haben die Themen Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Gesundheitsförderung gemeinsam? Abgesehen von der Wirkung. Was mit, oder sagen wir so eher, mit welchen Problemen kämpfen diese drei Thematiken? Nur jetzt an Sie, was sind da die größten Herausforderungen, wenn man in diesen drei Feldern arbeitet? Jetzt sind Wortmeldungen gefragt. Genau, ganz kurz. Ja. Komm. Überzeugungskraft, ja. Noch eine Wortmeldung? Auch fehlende Veränderungsbereitschaft? Genau. Im Prinzip soll man alle drei Bereichen jetzt handeln, jetzt Aktivitäten setzen, jetzt Verhältnisse schaffen, damit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass in der Zukunft mögliche negative Auswirkungen reduziert werden. Wir haben bei der Gesundheitsförderung, ich kann mich ganz gesund ernähren, ich kann mich ganz viel bewegen, ich kann einen ganz guten Lebensstil haben und kann trotzdem bald sterben. Das ist aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich gut ernähre, wenn ich mich gut bewege, sinkt, dass sich später etwas negativ auswirkt. Genauso beim Klimawandel. Wir wissen von den Zahlen her, von der Statistik her, von den Modellen her, von den Szenarien her, wenn wir nichts tun, wird es dramatisch. Aber wir spüren es nicht. Auch bei der Gesundheitsförderung. Wenn ich mich jetzt gesund ernähre und es schmeckt mir nicht zufällig, spüre ich es nicht, dass es sofort eine Auswirkung hat. Wenn ich heute einkaufen gehe und ich kaufe mir ein paar Schuhe, fühle ich mich gleich wohl. Habe ich sofort eine Auswirkung. Da habe ich es nicht. Und das ist für mich so das grundlegende Thema, wie schaffe ich es? Und das sehe ich in allen drei Bereichen als zentrale Herausforderung. Und daher haben wir gesagt, wir versuchen einen Prozess zu starten, oder wir haben in diesem Fördercall einen Prozess entwickelt, wo Maßnahmen entwickelt werden in diesem Prozess für Betriebe, Gemeinden und Organisationen mittels einem partizipativen Ansatz, die einerseits diese Maßnahmen, dass die einerseits gesundheitsfördernd wirken und sich positiv aufs Klima auswirken. Weil wir uns gedacht haben, okay, es gibt Menschen, die haben eher eine Neigung zu einem gesunden Lebensstil. Wenn wir da diese Kraft mitnehmen und schauen, dass die auch klimaschonend agieren, haben wir schon was gewonnen. Und umgekehrt genauso. Es gibt Menschen, denen ist Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung wichtig. Vielleicht die Gesundheitsförderung nicht so. Wie können wir da das zusammenspannen und auch gemeinsam betrachten? Wir haben da einen Leitfaden entwickelt, eben für diese Organisationen. Da haben Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen oder besser gesagt ja, aus diesen Hauptbereichen Gesundheitsförderung mitgearbeitet, aus dem Klimaschutz, aus der Klimawandelanpassung und auch Betriebsberater. Wir haben ganz bewusst auch Betriebsberater dazugenommen, weil die Beratungskompetenz haben. Gesundheitsförderung in Betrieben oder auch in Kommunen läuft separat. Da bin ich wieder bei Ihrer Aussage, warum kann man das nicht zusammenfassen? Warum kann man das nicht gemeinsam betrachten? Weil es bis jetzt nicht gibt. Wenn Sie heute oder wenn jemand heute eine betriebliche Gesundheitsförderung im Betrieb implementieren möchte, dann wird meistens diese Schiene betrachtet. Wenn jemand heute sagt oder ein Betrieb sagt, ich möchte CO2 reduzieren, wird das meistens singulär betrachtet, aber sehr selten gemeinsam. Und mit diesem Prozess haben wir versucht, okay, wie können wir das gemeinsam betrachten? Daher brauchen wir mal Personen aus allen drei Bereichen, um zu schauen, wie kann so ein Prozess überhaupt ausschauen?
der die drei Ebenen gemeinsam betrachtet. Wir haben dann einen Leitfaden entwickelt, wie man eben in der Organisation oder in unterschiedlichen Organisationen so Maßnahmen entwickeln kann. Und haben dann diese Maßnahmen oder haben das dann in 5 Betriebe gegangen, haben dort Maßnahmen entwickelt und die auch umgesetzt, damit man auch sieht, funktioniert der Leitfaden. Wie geht es den Betrieben mit so einem Leitfaden? Und das haben wir dann auch evaluiert. Wir waren da zum Beispiel in der Apotheke in Heidenreichstein. Die Apotheke ist an und für sich, oder die Apothekerin, klar, Gesundheitsförderung ist dort ein sehr großes Thema. Sie haben auch schon umgestellt von Plastikflaschen auf Wasserflaschen. Was sie nicht gemacht haben oder was sie noch nicht gehabt haben, war zum Beispiel eine gesunde Jause. Sie haben sie einmal in der Woche getroffen und da haben sie eben Stritzel gejausnet. Jetzt haben wir gesagt, okay, implementieren wir dort eine gesunde Jause. Dann haben wir uns auch angeschaut, die Produktpalette. Welche Produkte verwenden die? Und dort ist dann auch eingeführt worden, eine Naturkosmetik-Produktpalette aus der Region. Jetzt kann man sagen, naja, ist jetzt nicht so bahnbrechend. Wenn man aber bedenkt, dass die Produkte eigentlich in der Nachbarortschaft von Heidenreichstein entwickelt worden sind und produziert worden sind und die Apotheke von Heidenreichstein das aber trotzdem nicht genutzt hat, dann merkt man, da ist einfach wenig Kommunikation mit dem Prozess, haben wir es geschafft, dass man es einfach besser anschaut. Die Druckerei Janicek war auch eines unserer Firmen. Die Druckerei Janicek ist schon sehr, sehr aktiv in der Gesundheitsförderung und auch sehr, sehr aktiv im Klimaschutz, in der Klimawandelanpassung. Und da haben wir uns gedacht, okay, das wird jetzt spannend, da noch Maßnahmen zu entwickeln, die wirklich beide Bereiche betreffen. Und in diesem Gespräch mit dem Arbeiten mit diesem Leitfaden sind wir dann draufgekommen oder ist ein Kollege draufgekommen, gemeinsam mit den Unternehmen, dass für die Produkte, für die diese Firma die Werbemittel macht, und das sind zu einem sehr großen Teil sehr gesundheitsförderliche und klimafreundliche Produkte, die Mitarbeiter die Produkte aber selber nicht kennen und auch nicht verwenden. Jetzt mache ich da ein Produkt oder man druckt ein Schachtel für Naturkosmetik oder für ein Bio-Bier und kennt das aber als Mitarbeiter gar nicht. Jetzt haben wir gesagt, okay, man macht ein Produktkerwal, damit einfach auch die Mitarbeiter diese Produkte kennenlernen und die dann auch in den täglichen Gebrauch inkludieren. In der Dorfgemeinschaft Wielings war wieder ganz ein anderes Setting, lauter Freiwillige. Da war die Überlegung, wie kann ein Verein Klimawandel, Anpassung und gesundheitsförderlich agieren? Welche Maßnahmen kann man da setzen? Da haben wir dann gemacht einen Trinkbrunnen, mittlerweile heißt er schon Jungbrunnen, der mittels Solaranlage Wasser aus dem nächstgelegenen Teich in diesen Brunnen pumpt und dort Getränke aus der Region kühlt, die frei zugänglich sind und man schmeißt einfach das Geld in eine Box. Das war auch sehr spannend, weil selbst die Errichtung, da waren ganz viele Jugendliche dabei, die haben das gemeinsam errichtet und es ist jetzt so ein Jugendzentrum geworden, weil man jederzeit hingehen kann, dann kommen wieder Wanderer vorbei, dann treffen sie die alten Leute dort, nehmen sie einfach irgendwas zum Trinken, schmeißen das Geld rein und es ist aber total ökologisch gemacht. Das Hanfdorf Rheindas, die haben einen Campingplatz dabei gehabt und ich weiß nicht, wer von ihnen campen geht. Oft ist es ja so, dass man da, ich würde es nichts unterstellen, sie wahrscheinlich nicht, aber die anderen, sie glaube ich nicht. Nein, ist ein ganz was Normales. Man geht in den Supermarkt, in irgendeine größere Kette, kauft dort alles, was man braucht und wird dann dort beim Campen verwendet. Also das waren die Erfahrungen von den Menschen, die dort campen. Die Papiermistkübel gängen über. Die Region hat eigentlich nicht wirklich was davon, weil die regionalen Produkte sehr wenig konsumiert werden und verwendet werden. Jetzt haben die dann eingeführt ein Campingkistel. Also die Camper können vorher auswählen aus regionalen Produkten, bestehen das online und wenn sie ankommen, kriegen sie das Kistel mit den regionalen Produkten, angefangen von Möhr über Fleisch, über Jausen, über Brot, über alles. Und sie brauchen es nicht mitnehmen. Pringles haben wir kein Angebot, aber wird auch noch gekommen. Und die Firma Hauer
Firma Hauer ist ein Installateurbetrieb und dort war es wirklich schwierig, weil bei allen anderen vier Organisationen, die zwar ganz unterschiedlich waren, aber da war doch ein bisschen ein Bewusstsein für Klimaschutz zumindest da und auch teilweise für Gesundheitsförderung. Bei der Firma Hauer, ein kleiner Handwerksbetrieb, Installateur, da war das nicht wirklich gegeben. Und das Witzige war, da waren zwei Kollegen dort. Einer war aus der betrieblichen Gesundheitsförderung und der zweite Kollege war Energieberater. Also wirklich unsere zwei besten Experten aus den beiden Bereichen. Und haben sie aber trotzdem wahnsinnig schwer getan, eine Maßnahme zu finden, die beides adressiert, weil da einfach der Firmenchef für einen Veränderungsprozess nicht offen war. Das war so einer, der aus meiner Sicht gern auf Fleisch verzichtet, aber es dann trotzdem isst. Wir haben dann auch eine Maßnahme entwickelt, aber das hat nicht ganz gepasst. Wo wir dann gemerkt haben, es braucht schon ein Grundverständnis für zumindest eines der zwei Aspekte, um wirklich wirksam werden zu können. Unsere Erkenntnisse aus dem Projekt waren bei der Entwicklung dieses Leitfadens, den wir gemeinsam mit diesen fünf Experten gemacht haben, dass zu einer ganz starken Reflexion des eigenen Betätigungsfeldes gekommen ist. Also der Experte aus dem Klimaschutzbereich, der ganz viel Betriebsberatungen in dem Bereich macht, der hat sich mit Gesundheitsförderung überhaupt noch nie auseinandergesetzt. Der hat seine drei Scopes gehabt und dort kann man das machen. Und wenn man das macht, diese und jene Maßnahme, dann wirkt es emissionsreduzierend. Für den war Partizipation, weil das vorher auch gefallen ist, ganz was anderes. Für den war Partizipation, wenn er in die Firma gegangen ist, diesen Scope durchgegangen ist mit dem Chef und dann die Mitarbeiter gefragt haben, ob sie A, B oder C lieber wollen. Der Kollege aus der Gesundheitsförderung, aus der betrieblichen, für den war Partizipation ganz was anderes, nämlich einige Fragen, schauen wir mal, wie tun wir, was möchtet ihr. Ganz eine andere Art von Partizipation und das ist, glaube ich, vorhin schon irgendwo gefallen, dieses gemeinsame Wording, das ist uns da so bewusst worden, dass da ganz unterschiedliche Begriffe oder gleiche Begriffe mit unterschiedlichem Hintergrund verwendet werden. Wo dann auch rausgekommen ist, oder wo dann der Experte aus dem Klimaschutzbereich hat gesagt, ja, er möchte jetzt auch schauen, dass er viel mehr mit den Mitarbeitern arbeitet, um wirklich bessere Wirkungen zu erzielen. Und der Kollege aus der betrieblichen Gesundheitsförderung hat gemeint, eigentlich ist es schon geschickt, wenn man zumindest einen groben Raster hat, was man alles machen könnte. Das Kennenlernen der anderen Herangehensweisen, das war so eine Erkenntnis aus diesem Leitfaden-Entwicklungsprozess. Was auch klar geworden ist, dass es bei diesen Gesundheitsförderung und Klimaschutz, Klimawandel-Anpassung, es sind halt schon zwei riesengroße Bereiche, wo zwar ganz viel Potenzial und Wechselwirkung drinnen steckt, aber es nur ganz viel braucht, damit die wirklich gut miteinander Maßnahmen entwickeln können. Was sehr erfreulich ist, der Prozess in den Organisationen hat Anstoß für mehr gegeben. Ich kenne diese fünf Organisationen und bei drei weiß ich, die haben darauf aufbauend auf diesen Prozess eine weitere Aktivitäten gesetzt. Und das ist dann einfach schön, wenn du merkst, du hast einen kleinen Input gegeben und dann geht was weiter. Und die Grenzen für all diese Bereiche sind die Wichtigkeit. Wenn es keine Wichtigkeit gibt für Gesundheitsförderung oder Klimawandelanpassung, dann nimmt sie der Chef, der Entscheidungsträger, keine Zeit und dann ist Geld ist auch ein Thema, aber nur ein zweitgelagertes. Also es geht immer um diese Wichtigkeit zu schaffen. Ja, stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Super. Danke, Doris. War auch sehr spannend für mich jetzt nochmal genau zu ein bisschen näher da hinein zu hören, was da passiert ist. Und das ist sehr ermutigend auch. Vielen Dank. Wir haben nicht viel Zeit, leider. Wir haben uns im Vorfeld abgesprochen, wir wollten jetzt eine Diskussion irgendwie haben. Leider haben wir uns, aber es war auch spannend trotzdem. Also ich bereue es jetzt nicht, dass wir uns
diese Zeit genommen haben. Gibt es jetzt Fragen noch oder irgendetwas, was noch gesagt werden soll? Bitte sehr. Ja, ich habe die Frage, also ihr habt es praktisch vorher gehandelt und dann ist die Evaluierung gekommen, in, wo es da die Ergebnisse dann, wo das Ergebnis ist, dass viele, also die, was beteiligt waren, daraus ganz viel gelernt haben. Wie kann man eigentlich diesen Prozess vorher, dass man die Leute vielleicht vorher zusammenbringt, die was, also Klimabündnis, gesunde Gemeinde etc. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen? Also wir haben ja diesen Leitfaden, bevor wir in die Betriebe gegangen sind und mit denen diese Maßnahmen entwickelt haben, haben wir ja in einem zweitägigen Workshop diesen Leitfaden entwickelt und haben einmal reingeschnuppert in diese unterschiedlichen Thematiken. Und was ich da mitgeben kann, ist versuchen, einen Tag zu finden, wo man unterschiedlichste Disziplinen zusammenbringt und jeder stellt seine Disziplin, den Kern seiner Disziplin in einer Viertelstunde vor. Oder in 20 Minuten und dann diskutiert man. Da sind so viele Aha-Erlebnisse. Und dazwischen ist es gut, wenn man Mittagessen geht, damit man wirklich in Austausch kommt. Vielen Dank, Doris. Vielen Dank, Sibylla. Vielen Dank, Sandra. Vielen Dank den Teilnehmerinnen für die eigentlich sehr rege Diskussion oder Statements dazu. Leider ist die Zeit jetzt abgelaufen. Das heißt, wir können jetzt keine weitere Diskussion mehr führen, wenn wir den nächsten Beitrag im Plenum hören wollen. Und ich bin da schon sehr neugierig darauf. Also vielen Dank nochmal und bis im Plenum. Applaus